Söflingen ist das Kernstück von Ulm. Bin in der Wirtschaft geboren, am 16.08.21. Am 30. Januar 1941 war ich fertig mit der Ausbildung. Und am 6. Februar war ich schon Soldat. Ich wurde ja gemustert in der Herzburger Straße. Da war ich ja das Stammhaus von Goldochsen gewesen. Dann hat der Arzt gesagt, haben Sie einen besonderen Wunsch? Und dann sage ich, nein. Hat er gesagt, ja, ich komme sowieso zur Infanterie. Und die Sache war erledigt. Ich war als Funke ausgebildet. Ich habe aber, muss ehrlich sagen, nie im Krieg jemals ein Funkgerät bedient. Eines Tages ist der Befehl gekommen, Spieß, habe mich dann irgendwo hingestellt, wo ein Mann einen Kopfschuss bekommen hat. Viele Geschäfte waren stark in jüdischer Hand. In der Hirschstraße waren der Bernheimer war ein bekanntes Modehaus in Ulm, erstklassig. Ich bin dort eingeregt als Stift bei Beisern und ausgeschieden bin ich als Osterburgist. Wie die Firma Beisern den Computer eingerichtet hat, als erstes, da habe ich erstens mitgesprochen und zweitens habe ich auch kritisiert, wenn das nicht gegangen ist.